Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Reading von mir. Heute mal aus einer anderen Perspektive. Ich habe nämlich eben gerade Bilder gemacht und ja, was aufgebaut, wo ich mich ganz gut draufsetzen konnte. Das habe ich jetzt einfach mal genutzt und kann euch jetzt ein kleines Leseupdate geben, denn ich habe fleißig weitergelesen und auch gehört. Deswegen fange ich direkt mit dem Hörbuch an. Outlander, ich glaube, ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Ich bin auf Seite 251 mitten im Kapitel stehen geblieben, weil nämlich dann Dancing on Ice angefangen hat und das wollte ich hier schauen und dann habe ich halt eben nicht weitergehört, weil das Kapitel irgendwie noch 20 Seiten lang ist. Werde ich irgendwann demnächst weiterhören, heute Abend vielleicht mal schauen. Ja, mehr möchte ich zu dem Buch auch eigentlich gar nicht sagen, sonst wiederhole ich mich nur noch zu den letzten Weekly Readings und dessen Abschnitte eben. Und dann kann ich euch noch was zu Izara sagen. Ich bin nämlich auf Seite 238, wenn ich mich nicht täusche. Da habe ich heute Morgen auch schon fleißig weitergelesen, das wollte ich sagen. Ich habe nämlich während dem Frühstück ein bisschen gelesen, dann habe ich mein Video exportiert. Dabei habe ich gelesen oder währenddessen das gemacht wurde, habe ich gelesen, weil ich dann an meinem Laptop nicht so arg viel machen kann. Und dann habe ich irgendwann noch zwischendurch ein Kapitel gelesen und gestern Abend habe ich auch noch relativ viel gelesen, so 2-3 Kapitel auf jeden Fall. 2 Kapitel waren es, glaube ich. Deswegen bin ich relativ gut vorangekommen und ich muss sagen, so langsam nimmt die Geschichte wirklich Fahrt auf und ich bin schon sehr gespannt auf den dritten Teil, der ja am 31. Januar erscheinen wird. Und ich meine, es gibt noch einen vierten Teil, der Ende des Jahres irgendwann erscheint. Ich bin mir aber nicht zu 100%ig sicher. Wenn jemand irgendwas weiß, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wusste das sehr, sehr gerne, weil mir die Reihe eigentlich unglaublich gut gefällt. Nicht nur eigentlich, sie gefällt mir unglaublich gut und ich unbedingt weiterlesen möchte dann. Ich hätte die Buchreihe auch gerne noch in meinem Bücherregal stehen und versuche die jetzt irgendwo gebraucht noch zu kaufen, weil neu will ich sie mir ehrlich gesagt gar nicht kaufen, weil ich sie ja schon gelesen habe. Deswegen reichen mir auch die gebrauchten Bücher und sofern sie in einem guten Zustand sind, ja, würde ich mir die irgendwann gerne in nächster Zeit noch zulegen. Und dann halt eben auch den dritten Teil, damit ich direkt weiterlesen kann. Denn ich möchte ja dieses Jahr Reihen beenden oder so gut es geht fortsetzen. Und ich finde, das ist mir jetzt im Januar schon ganz gut gelungen. Klar, ich habe mit Victorian Rebels eine neue Reihe angefangen, aber ich habe mit New York Diaries eine Reihe fortgesetzt und auch jetzt mit Izara eine Reihe fortgesetzt. Wenn ich Izara fertig gelesen habe, möchte ich Colleen Hoover Hope Forever lesen. Da gibt es ja auch noch einen zweiten Teil. Das heißt, das ist auch relativ schnell dann einfach weggelesen, wenn ich den zweiten Band irgendwann direkt danach lese. Ja, ich finde, das funktioniert momentan ganz gut und ich hoffe, das bleibt auch so das Jahr über. Ich würde sie einfach dann zeigen in der Zeit. Und jetzt möchte ich euch gar nicht länger voll quatschen, denn ich muss noch ein bisschen was erledigen und dann werde ich heute Nachmittag, wobei wir haben ja schon fast Mittag, wir haben schon 11:15 noch zum Pferd fahren und dort eben meine Arbeit machen. Und mal schauen, was ich mache, denn wir haben aktuell super, super schönes Wetter. Es ist zwar super kalt, aber die Sonne scheint einfach so schön und das sieht einfach richtig, richtig toll aus. Mal gucken, was ich heute machen werde. Irgendwie auf Reiten habe ich nicht so viel Lust, aber ich werde ihn irgendwie bewegen. Vielleicht gehe ich spazieren oder so. Das werde ich einfach spontan überlegen, so wie meistens. Hallo ihr Lieben, ich weiß gar nicht, ob ich mich so in diesem Weekly Reading schon gemeldet habe. Gestern auf jeden Fall nicht. Montag weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, wenn nicht, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir haben heute schon Mittwoch, wir haben jetzt auch schon 20:10 und ja, ich habe schon ein kleines bisschen was im Haushalt gemacht, werde da gleich weitermachen, werde dann noch ein bisschen was für die Uni machen und heute Mittag, Nachmittag irgendwann, wenn es passt, dann zum Pferd gehen. Und ich wollte euch aber noch ein kleines Leseupdate geben, denn es hat sich ein kleines bisschen was getan. Ich weiß nicht, auf welchem Stand ihr aktuell seid. Ich fange an mit meinem Hörbuch Outlander. Ich bin auf Seite 251, habe mitten im Kapitel aufgehört, weil dann meine Serie angefangen hat im Fernsehen und ich die gucken wollte. Und ich dachte mir, okay, dann kann ich auch mittendrin aufhören. Das ist jetzt auch nicht so extrem schlimm. Ja, ich komme eigentlich ganz gut voran. Dadurch, dass halt ein Kapitel so 30 Seiten ungefähr hat, kommt man, auch wenn man nur ein Kapitel hört, doch schon sehr schnell voran, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz positiv. Ich werde trotzdem noch eine ganze Weile für dieses Buch brauchen. Ich habe noch nicht mal ein Viertel des Buches geschafft, weil das Buch halt eben über 1000 Seiten hat. Deswegen noch nicht mal ein Viertel. Aber ich werde dranbleiben und ich denke, ich werde dieses Buch auf jeden Fall fertig hören, aber mit der Reihe dann nicht mehr weitermachen.
Und dann habe ich ja gelesen, Izara, Stille Wasser hieß, glaube ich, der Untertitel, von Julia Dippel auf jeden Fall, das ist der zweite Band. Den habe ich mir in der Bibliothek ausgeliehen und gestern, also am Dienstag, fertig gelesen. Dienstag fertig gelesen oder schon am Montag fertig gelesen? Montag oder Dienstag auf jeden Fall fertig gelesen. Viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil der Lesemonat wird auch bald kommen. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen, ein bisschen schlechter als Band 1, aber dazu dann mehr im Lesemonat. Und dann habe ich angefangen, wie auch schon angekündigt, im letzten Weekly Reading, glaube ich, mit Hope Forever von Colleen Hoover. Allerdings kann ich dazu auch noch nichts sagen, weil ich erst auf Seite 24 bin. Die ersten zwei Kapitel habe ich da gelesen. Deswegen kann ich ja auch noch nicht wirklich irgendwas dazu sagen. Werde ich euch dann aber auf jeden Fall mitnehmen und ich denke, dass ich das auch noch im Januar gelesen bekomme. Dann habe ich wenigstens zwei Leselistenbücher gelesen, was ja eigentlich auch ganz gut ist. Und ja, sonst habe ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich weiß nicht, wie gut ich heute zum Lesen komme oder nicht zum Lesen komme. Das Ganze wird sich einfach zeigen. Ich zwinge mich da jetzt so nichts. Ich lese, wenn ich Lust auf Lesen habe. Und zeige euch dann dementsprechend mein Update dazu. Und ja, ich würde sagen, ich mache jetzt weiter mit meiner To-Do-Liste und melde mich dann. Hallöchen, ihr Lieben. Ich komme auch mal wieder dazu, mich zu melden. Ich weiß nicht, warum ich es die letzten Tage nicht geschafft habe. Gestern war es dann irgendwann dunkel, als ich dran gedacht habe. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt brauche ich mich auch nicht nochmal melden. Wir haben nämlich heute auch schon Samstag, wir haben auch schon 20 vor 12 und ich wollte euch endlich mal ein Leseupdate geben. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand ihr aktuell seid. Ich weiß nur, dass ich relativ viel gelesen habe. Ich habe ja Izara beendet, ich glaube, das habe ich euch erzählt. Und dann wollte ich ja Colleen Hoover Hope Forever lesen. Das habe ich gelesen und auch schon beendet, innerhalb von drei Tagen, auf jeden Fall relativ schnell beendet. Ein Buch, was mir wieder sehr gut gefallen hat. Colleen Hoover kann mich mit ihren Büchern einfach immer abholen. Ich mag die Geschichten dahinter sehr, sehr gerne. Ein 5-Sterne-Buch, 5 Sterne bekommt bei mir eigentlich auch immer nur ein Buch, weil das so eine Gefühlssache ist. Bücher sind niemals perfekt. Ich habe ganz oft irgendwas dran, also öfter noch was dran auszusetzen. Aber das ist einfach dieses Gefühl, wenn ich an das Buch denke, das macht mich glücklich und dann sind das bei mir eben 5 Sterne. Und so auch dieses Buch wieder. Ich glaube, das war ein Buch, was sie ziemlich, also Anfang ihrer Schreibkarriere gelesen hat, soweit ich das weiß. Da gibt es ja noch einen zweiten Band, Looking for Hope, glaube ich. Das ist, glaube ich, eigentlich der Band aus der Sicht von Dean Holder. Falls ich da falsch liege, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Muss ich das dann lesen oder muss ich das dann nicht lesen, weil eine Geschichte aus zwei Sichten sagt mir momentan irgendwie nicht ganz so zu. Deswegen könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich das lohnt, den zweiten Band auch noch zu lesen. Wenn ja, dann werde ich den natürlich auch lesen. Ja, habe ich beendet, hat mir gut gefallen und ich freue mich schon auf das nächste Colleen Hoover Buch, was ich irgendwann demnächst lesen werde, mir zulegen werde. Ich möchte ja gerne auch ein Colleen Hoover Buch auf Englisch lesen, weil ich ja gerne dieses Jahr, ich glaube, 3 Bücher auf Englisch lesen möchte. Und eins davon würde ich gerne von Colleen Hoover auf jeden Fall lesen, weil ich glaube, das ist einfach von dem Schreibstil her gut und auch von der Verständlichkeit her gut für einen Englisch-Nicht-Profi. So viel zu dem Buch. Und dann habe ich gestern auch schon das nächste Buch angefangen. Das kann ich euch nicht zeigen, weil das nämlich ein E-Book ist und ein Rezensionsexemplar. Das ist Haunted Love, Perfekt ist jetzt von Ayla Date. Ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, weil keine Ahnung. Das Buch ist in der Infobox verlinkt, falls ihr wissen möchtet, worum es geht. Es geht um ein junges Mädchen, welches von einem Auslandssemester in Portugal wieder nach New York kommt und dort wartet eben ihre beste Freundin Grace auf sie. Sie ist eben so in dieser High Society Welt unterwegs und schleppt dann eben das Mädel, wie hieß sie, Hazel, immer mit zu diesen Veranstaltungen. Und ja, Hazel tut sich ein bisschen schwer mit männlichen Begleitungen, mit Beziehungen und auf so einem High Society Event trifft sie halt eben auf einen Kerl. Ja, das ist, glaube ich, so die Rahmengeschichte, worum es geht. Ich bin noch nicht weit. Ich habe 12% gelesen. Es lässt sich aber unglaublich schnell lesen. Ich glaube, es hat auch nicht viele Seiten, deswegen sich das Buch relativ gut lesen lässt.
das Cover hat mich angesprochen. Ich finde das Cover so schön. Ich habe mir dann aber auch Rezensionen dazu angeguckt, beziehungsweise mal kurz überflogen und einfach nur auf die Sternebewertungen geguckt. Und in einer Rezension, die relativ negativ war, habe ich auch mal ganz kurz reingelesen. Und ja, sie hat da so einen Punkt angesprochen, denn unsere Protagonistin, das erfährt man direkt auf der ersten Seite, im ersten Kapitel, hat ein Problem mit ihrer Figur. Und dieses Thema zieht sich in diesen 12% auf jeden Fall schon unglaublich lang, aber ja, irgendwie, ich verstehe nicht, warum man das so zum Thema macht. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie irgendwie dick wäre, weil so kommt sie für mich nicht rüber, sondern sie hat halt eben in ihrem Auslandssemester in Portugal 8 Kilo zugenommen, was jetzt auch noch nicht so extrem viel ist. Ich habe auch innerhalb von 8 Jahren 10 Kilo zugenommen, was man mir ansieht, aber ich bin jetzt nicht übergewichtig oder sowas. Und ich glaube, das ist bei der Protagonistin Hazel halt eben auch nicht so. Und deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen blöd, dass es die ganze Zeit thematisiert wird, aber irgendwie nie offen und ehrlich mal angesprochen wird. Vielleicht passiert es noch im Laufe des Buches, aber jetzt in den ersten 12% passiert es halt eben nicht. Und es wird ständig thematisiert, was mir jetzt schon auf den Keks geht. Ich bin gespannt, was in dem Buch noch passiert und ob sich da noch irgendwas dran ändern wird. Ich werde euch da auf jeden Fall dann im Laufe des Videos, beziehungsweise in dem Laufe des Videos wahrscheinlich nicht mehr allzu viel berichten. Aber ja, in der nächsten Zeit, in der Zeit, wo ich das Buch eben lese, davon berichten. Und spätestens im Lesemonat werdet ihr meine Meinung dazu hören. Und ja, sonst habe ich gleich nicht so viel zu berichten. Ich werde euch wahrscheinlich noch ein paar Bilder einblenden, denn ich habe, bei uns ist am Donnerstag ein kleines bisschen Schnee gefallen, was jetzt auch schon wieder geschmolzen ist. Aber ich habe die Chance genutzt und Bilder bei meinem Pferd gemacht, von meinem Pferd und von mir und meinem Pferd. Ich habe da schon ein bisschen was bearbeitet und ich werde euch mal hier so ein paar Bilder einfach einblenden. Und ich werde heute auch noch mit meinem Freund spazieren gehen und auch noch ein paar Bilder machen. Wenn da schöne Bilder dabei sind, werde ich euch die auch wieder einblenden. Sofern ich sie schon bearbeitet habe, dann könnt ihr auch da ein bisschen was sehen. Und genau, dann ist wieder ein neues Buch bei mir eingezogen. Auch ein Rezensionsexemplar, was ich angefragt habe, weil ich da so Bock drauf habe. Ich habe ihre erste Reihe schon vorletztes Jahr gelesen. Und ja, jetzt hat Mary E. Pearson eben wieder eine neue Reihe rausgebracht. Ich weiß nicht, wie viele Teile da erscheinen werden. Es spielt aber wieder im gleichen Universum wie die Chroniken der Verbliebenen. Die nennt sich die Chroniken der Hoffnung und der Klang der Täuschung ist der erste Band. Ich finde dieses Buch so schön. Wir haben hier diesmal keinen Schutzumschlag, so wie bei der anderen Reihe, aber es ist trotzdem eine Hardcover. Ich finde es wieder super schön aufgemacht. Das gleicht der anderen Reihe, was mir sehr gut gefällt, auch mit der Figur hier unten, die wir ja auch immer auf den anderen Bänden haben. Wir haben auch hier wieder eine Karte drin, was mir gut gefällt. Und ja, ich habe mich gewundert, das Buch soll über 600 Seiten haben, 640 oder sowas, glaube ich sogar. Ja, genau, 640. Und ich habe mich gewundert, wo hier 640 Seiten sein sollen, bis ich mal aufgeschlagen habe und festgestellt habe, dass die Seiten schon sehr dünn sind. Jetzt weiß ich auch, wo die 600 Seiten sind. Ich freue mich sehr auf das Buch und ich denke, ich werde das im Februar oder im März dann lesen, weil ich so Lust auf diese Geschichte habe und ich hoffe, wir müssen nicht so lange auf die nächsten Teile warten von der Reihe. Ja, zumindest sage ich jetzt einfach nicht viel. Ich habe das Buch in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr euch da den Klappentext durchlesen, sonst wird das Video noch unendlich lang, denn ich habe schon wieder fast 8 Minuten gequatscht. Und das war es jetzt auch erstmal von mir. Wie gesagt, ich blende euch hier noch irgendwo ein paar Bilder ein. Ja, und dann melde ich mich entweder morgen wieder oder nicht. Das werdet ihr dann sehen. Bis dann. Tschüss.